auf gesunde Disziplin. Disziplin ist etwas unglaublich Wichtiges in unserem Leben. Manchmal brauchen wir sie etwas mehr, manchmal etwas weniger. Und Disziplin hat einen sehr grossen Einfluss auch auf unsere mentale, aber auch auf unsere körperliche Gesundheit. Damit wir Disziplin kann haben im Leben, braucht man viel Motivation. Und es ist aber ganz ein schmaler Grad, dass es eben nicht too much ist, dass man vielleicht eben nicht übertreibt in irgendeine Richtung. Und es ist definitiv so, auch wenn man im Sport zum Beispiel möchte Erfolg haben, dann braucht man Disziplin. Genau über das möchte ich heute sprechen, mit einer Spitzensportlerin. Sie ist Bobfahrerin und hat sogar den Plan, mit ihrem Team können an die Olympischen Winterspiele 2022 zu gehen. Das ist Melanie. Und, ja, hoi. Hoi Linda. Hoi. Mega schön, dass du da bist. Hoi. Was heisst denn für dich Disziplin haben in deinem Leben? Also für mich heisst Disziplin nicht nur im Sport diszipliniert sein, sondern auch nebst dem Sport, also dass alles funktioniert. Es ist für mich wie für andere arbeiten auch. Also ich mache es auch, weil ich ein Ziel habe. Also ich sage immer, Disziplin kann man nur haben, wenn man auch ein Ziel vor Augen hat. Und wenn man halt ein Ziel vor Augen hat und etwas möchte erreichen, fällt es natürlich auch immer einfacher. Und wenn man es immer wieder sagt, hey, wenn ich jetzt das Training streichen würde oder so, dann bringt mir das ja genau nichts. Also das einfach wieder in Erinnerung bringen, so, wieso mache ich das eigentlich? Und Disziplin heisst für mich einfach wirklich dranbleiben. Hast du das schon immer so gehabt? Weil du machst ja jetzt die Spitzensport RS. Hat sich das auch etwas verändert mit der Disziplin? Also ist es mehr gekommen im Vergleich zu, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst? Ich bin ja auch, also ich habe einen Spitzensport im Volleyball betrieben. Bin schon in der Oberstufe in die Sportschule gegangen und für mich ist Training wirklich so zum Alltag geworden. Auch wenn ich mal nicht so 100% motiviert war, ich bin trotzdem gegangen, weil ich wusste, ja, das gehört dazu und ich muss. Ich kann nicht einfach sagen, ja, heute habe ich keine Lust. Also das hat es einfach gar nicht gegeben und ich denke, weil ich das schon mega früh gelernt habe, so zu machen, ist das wie automatisiert worden und ich gehe einfach und ich denke, das hat mir sicher mega geholfen. Das ist aber noch spannend, hast du das nie hinterfragt? Weißt du, wenn du sagst, es gibt so wie den Wechsel, oder? Als Kind und Jugendliche, wenn man einen Sport macht in einem grossen Ausmaß wie jetzt bei dir, eben, dass es so in Richtung Spitzensport geht, dann hast du immer jemanden, der dich pusht und irgendwann kommt der Wechsel zu, du musst es selber machen. Hast du es nie als unangenehm empfunden, dass dich wie damals jemand so ein müssen trimmen. Es war mega trainerabhängig. Also bei mir hat es und teamabhängig natürlich. Also wenn natürlich Leute und ein Umfeld gehabt hast, wo nur gepusht hat in dem Sinn, wo nur gesagt haben, du musst, dann hat es schon auch recht abgezogen. Und irgendwie trotzdem habe ich weitergemacht, weil ich zum Teil fast gar keine andere Wahl hatte, blöd gesagt. Also ich bin eben in die Sportschule gegangen, nachher Sport-KV gemacht und da hat man halt nicht einfach sagen, also ich mache dann nicht mehr. Also es hat dann schon auch Phasen gegeben, wo mir die Motivation gefehlt hat, aber ich habe wie durchgebissen. Ich habe weitergemacht und das hat mich mega geprägt. Ich hatte in diesen jungen Jahren nie so ein klares Ziel wie jetzt, weil Olympia so real jetzt ist. Und also es ist natürlich so, wir sind noch nicht 100% qualifiziert. Es ist noch niemand 100% qualifiziert. Und jetzt, diese Saison, ist so, jetzt muss man einfach alles geben. Und ich denke, weil es halt so nah ist und so, also so greifbar nah, hat man einfach nochmal extra Motivation und denkt, hey, jetzt machst du es einfach, jetzt gar nicht. Und ich denke, mit dem Alter hat es sicher auch zu tun, aber es ist vor allem die Definition vom Ziel, wo entscheidend ist. Was hast du das Gefühl, wie viel Körper oder wie viel Psyche steckt in der Disziplin? Also wie viel kommt halt wirklich nur von da und wie viel ist aber einfach auch, dass du eben deinen Körper trainierst? Also ich finde, es ist wirklich 50-50. Ich kann nicht sagen, es ist nur Körper, sondern es ist auch mega viel im Kopf. Also die Effizienz vom Training ist abhängig bei mir vom Kopf. Also wenn ich müde bin im Kopf, werde ich es nie so gut machen, wie wenn ich wirklich motiviert bin und konzentriert.
Du bist ja jetzt, wenn du Spitzensport RS machst und allgemein schon dein ganzes Leben viel Sport machst, bist du ja auch viel um Spitzensportler herum. Gibt es auch einen Bereich, wo es ungesund wird? Also wo die Disziplin halt schon in einen ungesunden, vielleicht so ein bisschen suchtartigen Bereich geht, wo man muss sagen, das ist einfach dann wie auch nicht mehr gut für die Psyche oder vielleicht für den restlichen Teil des Lebens nachher? Ich denke, wie auch im Beruf, kann alles mal etwas zu viel werden. Also beim Bobfahren ist es so, dass du wirklich fast ein halbes Jahr weg bist. Also du bist nur über Weihnachten kurz zu Hause und dann bist du wieder weg. Du kannst nicht einfach sagen, hey, jetzt das Wochenende mache ich kein Rennen oder so. Es ist ein Rennen, am Sonntag hast du vielleicht auch noch Rennen und dann fährst du am Sonntag los, 6-7 Stunden ins nächste Land oder zur nächsten Bahn und dann hast du zum Teil am Montag schon wieder Training und es ist so wie, es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. Und das haben wir halt über so eine lange Zeit. Und ich denke, im Frühling bin ich bin einfach durch gewesen. Und es war eine mega coole Saison gewesen, aber ich habe gemerkt, so, jetzt brauche ich eine Pause, weil eben wir haben keine Ferien oder kein Wochenende dazwischen. Das ist natürlich auch etwas Gutes, weil die Regeneration ist genauso wichtig wie das Training. Also es ist nicht, Training ist über Regeneration oder so, weil das Training ist nur so effektiv, wie die Regeneration dann auch ist. Wie ist das für dich, um mit Druck umzugehen? Also jetzt nur einfach rein im Kopf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt nie grossen Druck gehabt. Ich fahre eigentlich noch nicht so ewig lang Bob. Und bei mir war es immer so, ja, du bist noch am Lernen, ja, du musst ausprobieren. Ich denke, den Druck machen vielleicht die anderen, aber ob ich den Druck wie annehme, ist wie meine Sache. Also ich sage mir immer, ja, mehr als best kann ich sowieso nicht machen und ich weiß, was ich kann. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nächstes Mal. Und sobald ich etwas möchte erzwingen oder sage, ich möchte jetzt unbedingt den ersten Platz, dann weiss ich schon ganz genau, ja, so wird es nicht gehen. Ich muss so wie mir das anders sagen, so ein bisschen, ja, eben, machst einfach dein Beste und probierst das und das nachher zu verbessern und ja, und dann probiere ich es in dem Moment abzurufen und alles zu geben, Vollgas und ja, also ich meine, wir sind auch noch Menschen, machen auch Fehler und für mich ist es so wie, ja, dann ist es okay. Natürlich bin ich sehr selbstkritisch, also wenn es mal nicht so gut läuft, dann merkt man das an, dass es okay, ja, sie ist jetzt gerade völlig in Gedanken und so, aber das geht dann auch schnell wieder weg. Also, du wirkst so recht leicht, also du wirkst so locker, weil vielfach stellt man sich jemanden, der Spitzensport macht, also das habe ich mir auch vorgestellt, falls ich weitergemacht hätte, halt schon recht verbissen vor, oder? Weil du hast immer, eben wie du hast mir vorher gesagt, im Sommer trainierst du ja auch, nicht nur im Winter, wenn du gehst Bob fahren. Also du hast immer eigentlich, es hört wie nie auf und trotzdem wirkst du recht entspannt. Ja, es ist, glaube ich, wirklich eine mega Einstellungssache und es ist, glaube ich, auch, wenn du etwas so gerne machst und schon klar, ich habe auch mega Ziele, die ich wirklich möchte erreichen, aber man darf nie auch den Spass daran verlieren. Und ich denke, wenn der Spass im Spiel ist, dann ist automatisch auch lockerer. Ich glaube, das vergeht auch vielen. Also sagen wir es so, es verheizt einem, wenn zu viel Druck kommt. Und dann macht es auch nicht mehr Spass und dann ist man verbissen. Und ich denke, das ist bei mir jetzt nie so gewesen und ich hoffe, es wird auch nie so sein. Sobald es so wird, dann muss man sich noch mal überlegen, hey, wieso mache ich das noch mal genau? Und ich mache es nicht für andere, sondern ich mache es, weil es wirklich mir Spass macht. Und ich denke, das ist ein mega wichtiger Punkt, um einfach auch locker zu bleiben und die Freude nicht zu verlieren. Du machst viel natürlich Training für deinen Körper. Machen dir auch mentales Training? Also habt ihr jemanden, der euch unterstützt, eben zum Sachen in eurem Kopf zu ordnen, um irgendwie eben Disziplin zu finden oder Motivation zu finden, wenn man sie mal nicht mehr hat? Da sind wir ziemlich selber drauf eingestellt. Also besser gesagt, Mentalcoach haben wir jetzt irgendwie nicht zur Verfügung. So. Das ist so ein bisschen jedem sich überlassen. Ich denke, es ist auch mega wichtig, vor allem jetzt nach den Olympischen Spielen, ist recht das Thema gewesen, dass man halt das auch mega muss beachten, also einfach das Psychische während so grossen Wettkämpfen.
Und wie ich vorher gesagt habe, also wenn der Kopf nicht funktioniert, dann wird der Körper auch nicht funktionieren. Und ich finde, das ist sicher etwas, wo ich selber jetzt auch dran bin und am Schauen, dass ich da vielleicht noch einen Schritt könnte machen. Was hast du das Gefühl, merkst du oder würdest du merken, wenn es zu viel wird werden? Also ich denke, bei vielen Sportlern ist ja das so ein bisschen auch manchmal ein Problem, weil man so viel Motivation hat und so viel Ehrgeiz vielleicht auch, dass man seine Grenzen dann irgendwann ein bisschen vergisst. Ich muss sagen, jetzt bei mir ist es immer gut gegangen. Natürlich weiß nie, was noch zukommt und so, aber es gibt sicher so Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt wird es zu viel. Aber wenn du die richtigen Leute um dich hast, eben zum Beispiel auch einen Mentalcoach oder Familie und Freunde, die wissen, in was für eine Situation du bist und dir beistehend und es dann nicht um den Sport geht, sondern einfach um deine Gesundheit und so, dann denke ich, kannst du alles überwinden. Es gibt eine Studie, die sagt, dass Disziplin glücklicher macht. Siehst du das auch so oder macht sie etwas zumindest einfacher im Leben? Es macht es einfacher, ein Ziel zu erreichen. Wenn du ein Ziel erreichen willst, hast du automatisch die Freude daran, das Willen zu erreichen. Und dann bist du automatisch disziplinierter. Einfach wenn du die Freude dazu hast, wirklich, ich möchte das erreichen und die Motivation kommt, dann wird die Disziplin auch kommen und definitiv dann auch die Freude. Gibt es Tipps oder Tricks, wie dass man Disziplin kann bekommen, wenn man sie nicht hat? Also jetzt vielleicht nicht einmal nur auf dich bezogen als Sportlerin, sondern auch im Alltag. Man braucht ja für so vieles Disziplin. Wenn man ein Ziel hat, dann ist man plötzlich automatisch motivierter und da kommt auch Disziplin dazu. Oder wenn jetzt jemand sagt, in 2 Wochen gehe ich in die Ferien, dann hat er wie ein Ziel vor Augen und weiss, okay, jetzt schaffe ich noch und dann kann ich gehen. Es ist so wie ein Goodie. Das Ziel und damit man das erreicht, muss man aber halt natürlich zuerst schaffen. Und ich denke, ja, das Ziel haben ist ein Schlüssel. Was ist, wenn du vor etwas ein bisschen Schiss hast? Also zum Beispiel, es kann ja bei einem Wettkampf bei dir, es kann ja ein bisschen beides sein. Es kann sein, dass du einerseits zwar dich freust, wenn es gut läuft, aber andererseits kann es ja auch Respekt in dir auslösen. Und ich glaube, dann ist es noch schwierig. Also ich meine, Risiko, mit dem müssen wir immer rechnen. Also es ist so, das macht natürlich den Sport auch aus. Einfach der Adrenalinkick und du musst einfach irgendwie, als Pilot musst du 110% konzentriert sein an dem Start. Und du weißt, du kannst nachher nicht, wenn eine Kurve jetzt versaut hast, dann kannst du zurück und dann machst du sie noch. Sondern es kommt dann Kurve an Kurve und du musst einfach da sein. Und ich denke, das ist auch ein mega Kick, wenn du dort oben stehst und denkst, jetzt muss es brechen. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, ja, einfach ein Adrenalinkick, wo man ist. Und das finde ich auch so cool an dieser Sportart. Apropos, du bist Pilotin beim Bobfahren. Was ist das Wichtigste für dich, was du musst dabei haben beim Training und beim Rennen? Du hast das, glaube ich, mitgebracht, um uns zu zeigen. Was ist das? Also, ich habe euch hier meinen Helm mitgenommen. Also, ja. Der Helm hat für mich mehrere Bedeutungen. Also, ich meine, ich trainiere den ganzen Sommer und Winter und einfach bis ich zu dem Start komme. Also der Helm ist das Letzte, das ich anziehe. Und es ist einfach, bis ich den anhabe, ist einfach so viel los. Und sobald ich den Helm anziehe, ist dann einfach, jetzt gilt es ernst. Und dann fahre ich runter. Und dann muss ich einfach, dann kommt meistens so ein Tunnelblick. Und dann bin ich völlig konzentriert und weiss, okay, gehe die Bahn im Kopf nochmal runter und so völlig. Also das Mentale, das man halt als Pilot trainiert, ist, im Kopf die Bahn durchzugehen und zum genau wissen, wo muss ich was machen. Und es ist einfach, wenn du den Helm hast und nochmal durchschnaufst und dann einfach dort am Start stehst, dann weißt du, okay, jetzt geht es los, jetzt muss ich bereit sein. Und ich denke, der Helm ist ja so ein kleines Zeichen, so, du schaffst mega viel, oder ich mache auch so viel, für den Moment, dann, wenn ich dort stehe und dann alles, was ich trainiert habe, im Kopf und also psychisch, physisch, alles, dann kommt der Moment und ich muss es können abrufen. Und darum denke ich, ist der Helm für mich auch mega wichtig in dieser ganzen Bob-Szene.
Und natürlich schützt es mich auch von Störungen, nicht zu vergessen. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass du sagst, dass der Helm wie der Auslöser ist, dass du so, dass in dir drin wie alles parat ist dann. Das heisst, der Helm schützt nicht nur deinen Körper und deinen Kopf, falls du ihn anschlagen würdest, sondern irgendwie auch etwas Mentale, oder? Ja, genau. Also es ist so, es packt alles so zusammen. Und ich weiss einfach, und auch der Geruch von dem Helm, also wenn ich da drin, also wenn ich das schmecke, dann habe ich gerade das Bild von der Bahn. Also sprich einfach, dann weiss ich, jetzt geht's los. Und es ist so mega, ja, dann. Einmal, je nachdem, wenn es eine so mega schwierige Bahn ist und ich kann rennen und ich das dann schmecke und dann bin ich so richtig nervös. Also dann fängt es so wie an kribbeln, weil dann weiss ich, jetzt geht's los. Und ich sage, ja, das ist auch noch recht besonders, weil das können natürlich die anderen nicht sehen oder spüren oder so. Das ist einfach so etwas für mich. Mega schön, es ist eine mega schöne Beschreibung. Ich kann es mir irgendwie gerade ein bisschen vorstellen. Also nicht, wie der Helm schmeckt, aber einfach, dass man so in seinem, dass du so dann wie in deiner Bubble drin bist, wo dir mega viel gibt in dem Moment, das finde ich mega, mega grossartig. Aber danke viel mal fürs Gespräch. Ja, danke dir, Linda, hat mir Spass gemacht. Ja. Schön.